Schalupke! Schalupke! Ja. Also im Moment läuft bei uns hier das Kinderschwimmen. Wir hatten ja letzte Woche, war bei uns Zickenalarm angesagt. Marie-Sophie sagt zu Janina Jennifer, meine Barbie hat ein Pferd und deine nicht. Dann fängt Janina Jennifer an zu heulen. Und ich sag, gut, machen wir Ausgleich, eine Gerechtigkeit. Dann kriegt Marie-Sophie zum Schwimmen eine Poolnudel und Janina Jennifer kriegt einen Poolpony. Da kreischt mich Marie-Sophie an, ich will auch sofort einen Poolpony. Meine Mami hat sie dafür bezahlt. Verzogene Göre, weißt du? So, und da sagt Janina Jennifer, meine Barbie hat zwar kein Pferd, aber die hat einen Ken. Und ich sag, jo, dann wäre das mit der Reitstunde auch schon mal geklärt. Und dann kam die Mutter an, ja? Mutter von Marie-Sophie. Wie reden Sie eigentlich mit den Kindern? Außerdem, ich verlange, dass meine Tochter sofort auch einen Poolpony bekommt. Außerdem, ich will Ihnen mal was erzählen. Weißt, dann kommen Sie mal so an, ich will Ihnen mal was erzählen. Meine Tochter ist in Ihrem Schwimmkurs völlig unterfordert. Wieso bieten Sie hier eigentlich kein Totenkopfabzeichen an? Totenkopfabzeichen, das ist kompletter Bullshit. Eine Stunde Dauerschwimmen und ich kann die Kinder hinterher mit Unterkühlung aus dem Wasser fischen. Ich habe zu ihr gesagt, wir sind hier nicht in der Kampfschwimmerausbildung. Und dann die wieder. Ich verlange, dass meine Tochter sofort das Totenkopfabzeichen macht. Und wenn es geht, heute noch, in einer Stunde muss ich sie zum Geigenunterricht bringen. Mir gehen diese hypermotivierten Muttis auf den Sack. Weißt du, diese Kampfmütter, die ihre verzogenen Göhren immer von Termin zu Termin kutschieren. Und die kommt ja immer im Suff an. In so einem SUV, in so einem SUV, Special Utility Vehicle. So ein Hausfrauenpanzer. Meine Tochter sagt dazu mal Boutiquenhopper. Deren Special Utility einzig und allein darin besteht, vor unserer Badeanstalt zwei Parkplätze zu blockieren. Ich habe sie ja letztes Mal gefragt, sagen Sie mal, gute Frau, macht so ein VW Touareg in der Wüste eigentlich auch ein paar Probleme? Da ranzt die mich an. Das ist kein VW Touareg, das ist ein Audi Q7. Ich sag, jo, wo haben Sie denn die anderen 6 Kühe gelassen? Beziehungsweise 5, die Tochter stand ja noch daneben, so. Oh, jetzt kam sie letztens an in die Schwimmhalle und stand von mir aber nicht im Badeanzug, sondern die hatte eine Reithose und so eine olivgrüne Steppjacke an. Die Hausfrauenpanzerfahrer tragen ja gerne diese olivgrünen Steppjacken. So, dann steht die von mir und sagt, was ist denn jetzt mit dem Totenkopfabzeichen für meine Tochter? Und ich sage, da können sie vergessen. Aber ich eröffne demnächst eine Elite-Kaderschule, speziell für Kinder, deren Muttis Jacken aus Pferdeabschwitzdecken tragen. Und für Kampfmütter biete ich demnächst Sonderabzeichen an. Erstens, der Koala-Bär, eine halbe Stunde anklammern ans 1-Meter-Brett, und zwar von unten. Zweitens, die Landratte. Dieses Abzeichen wird allen Muttis verliehen, die unsere Badeanstalt erst gar nicht betreten. Und drittens, das Poolpony. 25 Meter auf einem Poolpony mit Pferdeabschwitzdeckenjacke reiten und dabei meine Tochter ist hochbegabt brüllen. So, dann musst du mal raus. Hallo!